Monsterwellen an Portugals Atlantikküste. Der Badeort Nazaré genießt unter Surfern Kultstatus. Wer hier die höchsten Wellen der Welt reitet, ist der Brasilianer Marcelo Lima. Bevor er sich in die Fluten schmeißt, hält er ein immer gleiches Ritual ab. Vor dem Surfen komme ich immer hierher, um abzuschalten und mich auf das zu konzentrieren, was da draußen auf mich wartet. Man weiß nie, wie es ausgeht. Der Brasilianer ist in seinem Leben nicht nur von Monsterwellen aus der Bahn geworfen worden. In einer Elendsiedlung bei São Paulo aufgewachsen, fängt er schon mit 9 an zu trinken und zu rauchen. Als sein Vater die Familie verlässt, kommen Drogen ins Spiel. Er wird kriminell. Seine Surfleidenschaft hat er einem Freund zu verdanken. Er hat mich mit aufs Meer genommen und mich mit dem Brett allein gelassen. Ohne Leine, ohne alles. Das war die schlimmste Stunde meines Lebens. Ich wusste nicht, ob ich sterben muss. Ich konnte nicht einmal schwimmen. Ein Surfer hat mir wieder an Land geholfen. Seit diesem Erlebnis ist Surfen sein Leben. Und er teilt seine Erfahrungen mit Kindern, um sie vor Alkohol- und Drogenmissbrauch zu bewahren. Seine Botschaft: Im Leben hat man immer eine Wahl. Seine Wahl sind die Wellen, so hoch wie ein 6-stöckiges Gebäude.